Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin dein persönlicher Coach für Körper und Geist. Heute habe ich für dich in dieser Podcast-Episode einen Motivationstalk. Der Motivationstalk ist für jeden Tag gedacht, aber ganz besonders für die Tage, wo du etwas Motivation brauchst, wo du jemanden brauchst, der dir etwas Mut zuspricht und der dich daran erinnert, wie wichtig du bist. Und genau aus diesem Grund habe ich dir diesen Motivationstalk aufgenommen, damit du ihn ganz gleich, wo du dich gerade befindest, einfach in dein Ohr stecken kannst und dass du ihn anhören kannst und auch immer und immer wieder wiederholen darfst. Und jetzt möchte ich dich nicht zu lange aufhalten und wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen wundervollen Worten. Jeden Tag gibst du alles. An manchen Tagen sogar mehr als 100%. Kümmerst dich um die Familie, deine Arbeit, den Haushalt und alle To-Do-Listen, die dir dein Alltag auferlegt. Wie oft kommst du selbst zu kurz? Wie oft bist du müde und brauchst eine Pause und trotzdem machst du weiter? Immer weiter und weiter. Und du machst es so toll. Du bist einfach nur grandios und wertvoll. Und es ist so wichtig, dass du in deiner Kraft bleibst und dass es dir gut geht. Nur wenn du und dein Körper im Gleichgewicht seid, wenn du deine eigenen Bedürfnisse wahrnimmst, spürst und stillst, kannst du langfristig genau der Mensch sein, der du sein willst. Sobald du es schaffst, in deine volle Kraft zu kommen, kannst du auch das Vermögen erlangen, Energiereserven zu erhalten und einen klaren Kopf zu behalten. Reserven und einen klaren Kopf für genau diese Momente, wo es für dich schwierig wird, wo du an deine eigenen Grenzen gehst, wo alles von dir verlangt wird. Diese Momente, wo der Stress immer höher und höher wird, wo du den Kopf voller Gedanken und To-Dos hast, wo du kurz davor bist, den Kopf zu verlieren. Du bist so wundervoll. Und du hast es so sehr verdient, dass du in deiner eigenen Kraft bleibst, dass du einen klaren Kopf behältst und im Gleichgewicht sein kannst. Du hast nur dieses eine Leben und es ist neben deinem Körper das Wertvollste, was du besitzt. Du darfst in deinem Leben auch für dich sorgen, deine Bedürfnisse stillen und bei dir selbst anfangen. Es ist okay, dass du an dich denkst und für dich und deinen Körper sorgst. Es ist okay. Und es ist niemals egoistisch. Dir darf es richtig gut gehen. Du darfst in deine volle Kraft kommen und diese auch erhalten. Es ist so wertvoll für dich und auch für alle Menschen in deinem Umfeld. Wenn du in deiner Kraft bist, werden dir alle deine Pflichten und To-Dos leichter fallen. Auch dein Körper und dein gesamtes System wird davon profitieren. Unser System ist nämlich evolutionär bedingt nicht für unsere reizüberflutete und mit Stress gefüllte Welt gemacht. Wir werden täglich von mehr Reizen beeinflusst als unsere Urvorfahren in ihrem gesamten damaligen Leben. Unser System wird täglich von Reizen wie Stress, Angst, Medien, Geräusche, Lichter, Pflichten, Verantwortung und Bewegungsmangel beeinflusst. Umso wichtiger ist, dass du für dich selbst sorgst und dir selbst hilfst, in deine körperliche und mentale Kraft zu kommen.
Komme wieder ein Stück zurück zu deinem Ursprung und erinnere dich an deine evolutionäre Essenz. Erinnere dich daran, dass du richtig und wertvoll bist, und erinnere dich daran, was du selbst brauchst. Verbinde dich wieder mit deinem Körper und beginne, seine individuelle Sprache zu verstehen. Dein Körper braucht Bewegung, qualitativ hochwertige Nahrung und Entspannung. Er braucht diese Komponenten regelmäßig, um ganzheitlich im Gleichgewicht zu bleiben. Für dich, für dein Leben und für alles, was du in diesem erreichen möchtest. Es liegt in deiner Macht und Verantwortung zu beginnen, dich selbst wieder an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen und zu beginnen, dich selbst zu sehen, zu spüren und anzuerkennen. Du bist so einzigartig und wundervoll und du bist so wertvoll. Wertvoll für alles, was du tust, für deine Familie, für alles, was du in deinem Leben erreichen willst und in erster Linie für dich selbst. Sei es dir auch selbst wert, für dich in deinem Leben in deine volle Kraft zu kommen. Du hast es verdient. Jeden Tag, zu jeder Zeit und solange du lebst. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du da bist und ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Worten inspirieren, für dich loszugehen. Zu beginnen, wieder dich zu erinnern, wer du wirklich bist und was wichtig ist in deinem Leben, nämlich du. Du bist wichtig und du darfst es dir selbst erlauben, in deinem Leben dich an die erste Stelle zu setzen. Das darfst du. Und ich als zweifache Mama kann dir sagen, es ist auch so wichtig, dass du das tust. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, rein gar nichts. Es ist so wichtig, dass du beginnst, für dich da zu sein, deine Bedürfnisse zu stillen, ins Gleichgewicht zu bringen, deine Energie hochzuhalten. Denn dann hast du natürlich auch viel mehr Kraft für deinen Alltag, für deine Kinder, für deine ganze Familie. Dann kannst du alles schaffen, alles, was du dir vornimmst, all deine To-Dos und alle Verpflichtungen, die du gerne erledigen möchtest. Und es ist okay. Beginne einfach zu lernen, dass es okay ist. Du darfst es, du darfst es, du darfst es dir selbst erlauben, in deinem Leben genau das zu tun, was du brauchst. Und du darfst dir selbst erlauben, wieder zu spüren, welche Bedürfnisse du hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Worten auch genau das übermitteln. Und ich freue mich wirklich von Herzen, wenn wir uns kurz austauschen und du mir erzählst, ob dir der Motivationstalk gefallen hat, ob du vielleicht auch öfter solche Sequenzen von mir hören möchtest und auch wenn er dir nicht gefallen hat, was du dir einfach wünschst, was ich besser mache, weil dann kann ich natürlich auch meine Arbeit immer, immer, immer höher an der Qualität schrauben und das ist auch mein Anspruch. Ich möchte natürlich auch besser werden, genau. Und ansonsten freue ich mich, wenn du den Motivationstalk mit ganz, ganz vielen lieben Menschen teilst und genau, mir einen lieben Kommentar da lässt bei Instagram und Facebook. Genau, und ganz egal, wo du gerade diese Folge hörst, mir vielleicht auch eine liebe Bewertung da lässt. Bis dahin danke ich dir von Herzen und denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Es ist dein Leben, nur deins. Und du trägst die Verantwortung für all das, was du in deinem Leben schaffst. Bis ganz bald, bleibe bewegt, deine Marie. Thank you.